schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute eine modernere Variante von einer Ferrero Rocher Torte. Und zwar habe ich hier so essbares Metallic Goldspray gefunden. Das ist wirklich super, das deckt auch ganz toll und das wollte ich euch unbedingt heute mal zeigen. Und dann machen wir ein bisschen von dort drüber. Also wie gesagt, wird eine modernere Variante. Die Böden, die nehme ich meistens für meine Motivtorten, also die kennt ihr, ich muss unbedingt nur extra Video davon machen. Wir können dann auch gleich schon loslegen, weil die Torte dauert etwas länger. Und zwar habe ich hier mit der Springform Rand, da habe ich zwei Stück davon, die habe ich in 20 cm gestellt. Und dafür brauchen wir dann auch 400 Gramm weiche Butter habe ich hier, 100 Gramm Zucker, dann brauchen wir ein Päckchen Vanillezucker. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier 4 Eier, 400 Gramm Mehl, da brauchen wir noch einen Teelöffel Backpulver dazu und eine Prise Salz. Butterzucker und Vanillezucker können wir jetzt 5 Minuten mal Schaum schlagen. Jetzt können wir die Eier einzeln dazugeben und die Prise Salz nicht vergessen. Mehl und Backpulver habe ich jetzt gemischt, jetzt können wir löffelweise dazugeben. Den Teig, den habe ich jetzt auf zweimal aufgeteilt. Den könnt ihr natürlich auch einfärben, aber ich habe ihn jetzt Natur gelassen. Da wir ja etwas dunklere Schokolade haben, dann sieht es immer sehr gut aus. Das kann dann schon gebacken werden. Also wenn es geht, Backofen vorheizen, 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und zwar für 45 Minuten. Die Böden sind jetzt fertig gebacken. Die können wir dann jetzt erstmal auskühlen lassen. So, als nächstes machen wir die Ganache, die könnt ihr aber auf jeden Fall einen Tag vorher machen. Und zwar habe ich hier 400 Gramm Zartbitterkuvertüre, die habe ich jetzt genommen, weil ich auch innen drin ein bisschen mit Sahne haben wollte. Ich wollte nicht die Torte mit Buttercreme machen, aber das ist jedem sich selbst überlassen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier 400 Gramm Zartbitterkuvertüre, die schneide ich mir jetzt ein bisschen klein. Und dann habe ich hier 200 Gramm Schlagsahne, die machen wir uns jetzt heiß und geben es über die Schokolade dann. Die Ganache haben wir jetzt gemacht und die können wir dann auch jetzt ein bisschen stehen lassen. Wenn ihr sie halt jetzt erst macht, könnt ihr sie in den Kühlschrank geben, dass sie dann ein bisschen schneller fest wird. Aber das mache ich ungern und deswegen lassen wir sie dann jetzt auch beiseite stehen. Wie ihr sehen könnt, die Böden, die sind jetzt ausgekühlt. Die habe ich jetzt schon einmal durchgeschnitten. Die brauchen wir dann auch gleich. Das stellen wir nochmal ein bisschen zur Seite. Dann mache ich die Füllung. Die Füllung mache ich genauso wie bei meinem alten Rezept. Deswegen alt und die schmeckt mir besonders gut, aber wie gesagt, jeder macht sie dann doch halt ein bisschen anders da. Und zwar habe ich hier 250 Gramm Mascarpone, dann brauchen wir 400 Milliliter Sahne, ein Päckchen Vanillezucker, das habe ich mir jetzt schon aufgemacht, dann brauchen wir 4 Teelöffel Sanapart, wir brauchen 100 Gramm Nutella, also das nehme ich gern, ihr könnt aber auch Nougat-Creme von einer anderen Marke verwenden, ist ja gar kein Problem. Dann habe ich noch 50 Gramm geröstete Haselnüsse oder Haselnusskerne. Die habe ich mir gerade ein bisschen in der Pfanne geröstet, habe ein bisschen Zimtzucker drauf gemacht und schmeckt das besonders gut. Das habe ich jetzt auch schon bei anderen Torte gemacht, der mich verfolgt, sage ich mal, von meinen Videos her. Und genau, so habe ich das jetzt dann gemacht. So, ich habe mir jetzt eine Schüssel genommen mit Schneebesen, okay, ging. Okay. Dann packe ich jetzt das Mascarpone rein und das Nutella und das rühren wir jetzt gerade mal kurz runter. Also Thorsten, mein Freund, hat jetzt auch gemeint, also ich habe eine große Schüssel genommen, aber da ist tatsächlich was drin, da ist wirklich was drin, das haben wir jetzt verrührt. Jetzt können wir die Schlagsahne mit dem Vanillezucker und mit seiner Part steif schlagen. Die Sahne haben wir jetzt steif geschlagen und die können wir dann ganz vorsichtig unterheben. So, jetzt sieht man auch wirklich, dass in der Schüssel was drin ist. Ich habe mir jetzt einen Spritzbeutel genommen mit einer großen Sternhülle. Da habe ich mir jetzt so 2 Esslöffel reingepackt. Das packe ich jetzt mal in den Kühlschrank und da machen wir jetzt oder heben wir jetzt die Haselnüsse noch unter. Die Creme ist jetzt fertig und der erste Boden habe ich jetzt auf eine Platte gegeben. Ich habe mir jetzt 100 ml Kakao habe ich mir zurecht gemacht und damit trinken wir jetzt die Böden. Und dann kann ich schon ein Drittel von der Sahne auf den Boden verstreichen. Ihr könnt einen Tortering drumherum machen, aber wie ihr seht, braucht man das nicht. Die Creme, die ist jetzt schon richtig fest. Da gebe ich jetzt den zweiten Boden, also eigentlich den Deckel drauf. Den mache ich dann immer umgekehrt drauf. Da kann man dann die Lücke dann auch schön später nochmal nachfüllen. Und so machen wir das weiter, bis wir oben angekommen sind.
So, als Abschluss habe ich den Deckel draufgegeben, dass wir oben eine schöne gerade Oberfläche haben. Also rum habe ich dann ein bisschen verteilt. Also ihr könnt ruhig die ganze Creme nehmen. Probiert die Creme auf jeden Fall, die ist super lecker. Jeder macht es ein bisschen anders da. Die meisten, die machen dann die Ferrero ein bisschen klein und geben es mit in die Sahne. Aber ich finde, die Creme schmeckt sehr gut und das kann man auf jeden Fall schon mal eine Stunde in den Kühlschrank stellen. So, die Torte habe ich jetzt wieder aus dem Kühlschrank geholt. Die Ganache ist genau richtig, also wenn sie bei euch ein bisschen zu fest sein sollte, kurz über dem Wasserbad noch einmal erwärmen oder ein paar Sekunden in die Mikrowelle und die können wir dann jetzt einstreichen damit. So, wir probieren das jetzt alles so glatt wie möglich einzustreichen und dann kann das noch mal kurz in den Kühlschrank. Also ich habe hier 500 Gramm weiße Rollfondant, den knete ich mir jetzt ein bisschen zurecht. Mit Puderzucker könnte man dann ausrollen. So, der Kuchen ist jetzt mit Fondant eingekleidet. Mit einem Fondantgitter machen wir es jetzt noch ein bisschen glatt und dann können wir gleich weitermachen. So, ich habe das jetzt soweit alles gemacht, was ich machen wollte. Ich habe extra eine alte Platte genommen, also die ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe da jetzt ein bisschen Backpapier, ihr könnt da noch ein bisschen Zeitung drunter legen, dass halt nichts kaputt gehen kann. Die Dose, die wird auf jeden Fall jetzt geschüttelt. Und ihr könnt dann schon so 5 bis 10 cm wegbleiben, wenn es geht. Und das sprühen wir dann gerade auf, wie ihr dann halt möchtet. Also hat wirklich einen ganz, ganz tollen Knitzereffekt. Super gut, ehrlich. Ich war jetzt schon ein bisschen weiter, also das Gold haben wir drauf gesprüht. Ich habe gedacht, das reicht für ein bisschen länger, aber es hat dann wirklich auch nur für außenrum gereicht, für oben drauf nicht. Also wenn ihr möchtet, kauft auf jeden Fall 2. Ich hatte mir noch überlegt, nehmt 2 mit, aber es sollte für eine ganze 20 cm Form reichen, aber gut, das hat es nicht. Ich habe dann jetzt auch schon Schokolade geschmolzen, wie ihr jetzt auch schon gesehen habt, und habe jetzt den Trip-Effekt da drauf gemacht. Und dann können wir jetzt auch weitermachen. So, die Torte, die ist jetzt fertig. Wie ihr sehen könnt, habe ich dann noch ein paar goldene Kugeln verwendet, noch ein paar goldene Sterne. Dann habe ich die Hälfte von den Kugeln also durchgeschnitten, also die halbe gemacht. Eigentlich wollte ich ja eine ganze drauflegen, aber das war viel zu viel. Deswegen habe ich halbe und habe dann 4 Stück oben drauf ein bisschen dekoriert. Und drunter jetzt noch ein bisschen dekoriert. Ich lasse das auf dem Blech, kann man schon fast sagen, stehe. Also wie gesagt, mir gefällt sie sehr gut. Die kann auf jeden Fall jetzt noch mal eine Stunde in den Kühlschrank und später zeige ich euch auf jeden Fall den Anschnitt. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.